Ich bin gerade aufgestanden. Ich stehe hier bei meinen Schwiegereltern auf dem Grundstück. Meine Frau und Tommy, die haben drinnen geschlafen. Und ich wollte mal draußen stehen, und zwar am Grundstück. Und wir haben es jetzt früh 7:30 Uhr. Draußen waren über Nacht minus 2 Grad. Und ich habe drin gemütlich mit unserer China-Standheizung bei, seht ihr das oder muss ich das Licht einschalten? Naja, knapp 19 Grad geschlafen. Na, war super angenehm und ich bin übelst zufrieden. Na, den Wasserhahn, den haben wir noch nicht verbaut vor unserer Reise, das kommt jetzt alles danach. Das haben wir zeitlich einfach nicht geschafft. Und hier seht ihr nochmal das Gerät, was ich von meiner Schwiegermutter bekommen habe für die Nacht zum Kaffee kochen. Ja, keine Ahnung, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Man hat da einfach Kaffee reingekippt, Wasser drüber und dann, also ich hatte jetzt keine Krümel im Kaffee, überhaupt nicht. Das war wunderbar. Schmeckt auch hervorragend. War super. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich mit unserem Ausbau übelst zufrieden bin. Man hat übelst viel Platz, gerade auch wenn das Bett ausgeklappt ist. Na, also dieser Teil, den können wir nach hinten klappen und haben praktisch nur ein Sofa und zwei Sitzbänke. Ich kann euch das ja später noch mal zeigen. Also trotzdem habe ich hier genug Platz, die Toilette rauszuholen, das Geschäft zu erledigen. Also wunderbar. Ne? Ihr seht natürlich, es ist noch nichts fertig, aber für die erste große Reise, die wir jetzt gemacht haben, komplett ausreichend. Ne? Also die Wände sind gedämmt, der Fußboden ist gedämmt, die Decke, naja. Ich hatte das Armaflex bestellt, aber da gab es dann Probleme mit der Lieferung. Die haben gedacht, das ist die falsche Adresse und haben das wieder zurückgeschickt und dann hat das alles nicht mehr geklappt. Ne? Ja, also wunderbar. Ich zeige euch später mal noch die China-Standheizung, wie ich die provisorisch schon mal verbaut habe. Also die ist zwar schon fest eingebaut, aber halt noch nicht mit unserem Tank verbunden, sondern nur mit dem Kanister. Aber das funktioniert auch wunderbar. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, wie viel Liter die jetzt verbraucht hat über Nacht, ne? Um hier drin 19, 20 Grad zu haben bei einer Außentemperatur von minus 1 Grad. Aber das schauen wir später. Ja, was seht ihr hier? Ne, das ist so unsere Küche hier vorne. Die Schränke, die müssen alle noch eingestellt werden. Die Türen. Hier vorne muss ich noch was machen. Hier kommt noch eine Blende rein, dass das zu ist. Im Prinzip ist dann hier der Kühlschrank unten. Auf der rechten Seite habe ich die ganze Elektrik. Hier ist eine EcoFlow verbaut, um zusätzliche Lademöglichkeiten zu haben, aber halt auch den Wechselrichter. Und das kann ich auch separat zuschalten, dass das geladen wird von vorn. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Schubfach verbaut mit allen Kochutensilien, die wir haben. Diese Holzkiste hat das Besteck, das kann ich auch rausstellen. Hier die Toilette und noch mehr Staumöglichkeiten. Und hier kommt halt dann das Wassersystem. Da habe ich jetzt zwei große Kanister. Einmal für das Brauchwasser, was weggeht, was gesammelt wird. Ist auch schon fast wieder voll. Mama mia. Und dann Frischwasser, wo dann später eine Pumpe reinkommt, oben zum Wasserhahn. Aber das geht halt jetzt mit so einem Kanister auch relativ cool, ne? Unproblematisch, läuft halt auch. Ja, kippt jetzt nicht mehr. Ja, wunderbar, ne? Es funktioniert. Ihr seht, ganz, ganz wichtig, Rauchmelder hier unten. Den muss ich noch verschrauben. CO2-Meter. Achtet darauf, ne? Das ist ganz wichtig.
Ja, hier unser Kocher, unser Gaskocher. Ich lege die Gasflasche dann immer da oben drüber, das stört sie nicht, dann steht sie nicht hier rum. Das verschwendet nur Platz. Passt wunderbar hier vor mir, nicht wundern. Ich schaue dann, bevor ich ins Bett gehe, meistens noch ein paar YouTube-Videos und dann kann ich das Telefon hier reinklemmen. Und dann kann ich gemütlich vom Bett aus nochmal schön irgendwas anschauen. Na? Wenn die Decke dann drin ist und die Lampen und das vorher gedämmt wurde, dann löse ich das hier hinten mit einer Gardinenstange. Also ich habe da so flexible gefunden im Baumarkt wie hier oben. Na? Die lassen sich biegen. Und dann wird das da hinten nochmal ordentlich befestigt. Ja, was finde ich denn ganz, ganz toll? Ganz, ganz toll finde ich eigentlich durch die Standheizung. Ich weiß nicht, ist das zu dunkel hier unten drunter? Müsstet ihr eigentlich sehen, ne? Da hinten ist der Ausströmer. Hier habe ich jetzt das Display verbaut. Das kommt aber später nochmal oben an die Wand, dass man das auch besser sieht. Aber ganz cool ist, ich stelle halt meine Schuhe hier drunter und die sind richtig schön warm, gerade bei den Temperaturen in warme Schuhe zu steigen. Wir haben da auch so eine Plastikkiste, die unter dem Fahrersitz verbaut war. Wenn die Schuhe nass sind, stellen wir die da rein. Dann hat man immer schöne warme Schuhe am Morgen. Ja, na gut, aber den Rest zeige ich euch halt später, ne? Wie ich die Standheizung verbaut habe und wie das hier jetzt aussieht, wenn ich das Bett nachher wieder hochklappe. Ach so, die Steckdosen hier, die finde ich mega cool. Na, mit diesem Display, wo wir den Ladezustand der Batterie sehen, kannst du auch bequem über Nacht ausschalten, wenn du das Licht nicht haben möchtest. Finde ich cool. Na, und die laden auch richtig schnell. Die geben ordentlich Power. Ja, also mein Fazit zu der ersten Nacht in Russland war wirklich Temperaturen unter 0 Grad. Ja klar, man merkt, dass irgendwo es irgendwo frisch reinzieht. Ne? Aber gerade hier bei uns, also wir schlafen alle unterm Schlafsack, ne? Bei den Temperaturen. Also wunderbar, kuschelig, warm. Und ich habe das ausgetestet heute Nacht. Ich habe erst so bei 14, 15 Grad die Standheizung eingestellt. Das war mir dann, naja, etwas zu frisch. Keine Ahnung, weil halt auch noch so ein bisschen Zug irgendwo mit reinkommt. Aber so zwischen 18 und 19 Grad war es dann richtig cool. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Und ja, es geht. Also, wenn ihr den Fußboden schön dämmt, wenn ihr die Wände schön dämmt, klar bei mir, ne, die Decke, also wenn es jetzt regnen würde, also man hört halt alles, was hier drauf prasselt. Und ich denke, das ist halt so eine große Fläche, so ein Dach, das ist halt hier. Man merkt halt, wie kühl es außen ist. Ne? Hier merkt man gar nichts. Das ist alles, ja, Körpertemperatur warm. Ja, kühler, ne? Aber es fühlt sich halt warm an. Ne? Normal. Die Decke muss noch gedämmt werden, aber dann ist es durchaus möglich, gerade bei kühleren Temperaturen. Ich freue mich dann schon so auf minus 10 Grad oder irgend sowas, wo man das mal testen kann. Es ist möglich, im Camper zu schlafen. Jetzt geht mir noch das Licht aus. Moment. Ne? Also perfekt. Und auf unserer Rückreise werden wir dann, ne, über Finnland, Helsinki. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, oben komplett mit dem Auto, mit dem Van nach oben zu fahren Richtung Norden. Das sind ja 1000 Kilometer bestimmt. Und dann in Schweden wieder zurück. Oder ob wir direkt mit der Fähre von Turku, Finnland, nach Stockholm fahren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber da werden wir zu dritt dann noch alles testen. Bei den Temperaturen. Es wird ja kälter, habe ich gesehen jetzt. Ab nächster Woche, gerade hier in den nördlichen Regionen. Es geht dann schon bis minus 5, minus 6, minus 7 Grad runter.
Und dann werden wir das sehen, ob das wirklich alltagstauglich ist, um wirklich was zu erleben. Ne? Also, wir haben es zwar jetzt schon im Januar, wo wir hier waren, Stockholm schön angeschaut, aber wir wollen jetzt noch so ein bisschen die Ecken anschauen, die wir vom Auto gesehen haben, aber keine Zeit mehr hatten. Dann wollen wir mit Sicherheit noch einige Orte in Dänemark anschauen. Seid gespannt. Na? Ja, gut, dann zeige ich euch dann mal die Standheizung, wie ich die hinten verbaut habe und was mir außen am Fahrzeug halt noch auffällt, ne? Was euch interessieren könnte. Ja, Freunde, ich habe euch ja noch versprochen, dass wir das Bett noch mal zusammenklappen. Ne? Keine Ahnung. Ja, ihr seht das hier, ne? Das Lattenrost. Und hier ist die Matratze. Im Prinzip schieben wir jetzt einfach nur das Lattenrost unter das Lattenrost. Und da das ein bisschen größer ist, ragt das halt noch ein kleines bisschen hinaus. Aber die gehen im Prinzip so ineinander über. Und wenn wir zu Hause sind, will ich das so verbinden, dass wir das bloß noch ziehen müssen. Und die Matratze dann da hinten ranstellen und dann haben wir ein bequemes Sofa. Ne, so im Prinzip. Hier ist eine Sitzecke. Hier kommt dann noch ein Hubtisch. Also ideal. Ideal auf jeder Seite. Viel Platz. Entspannt. Ne, die Sitzbänke, die werden dann noch verkleidet mit so einer Platte, die man dann aufmachen kann. Stauraum. Also perfekt. Ich habe jetzt hier noch zwei Gummis. Die kann ich nach hinten ziehen und verankern, dass während der Fahrt alles hier bleibt, nicht verrutschen kann, die Sicherheit gewährleistet ist. Für uns ideal. Und im Prinzip war es das mal. Das war mein IKEA-Sofa mit Klappbettfunktion. Haben wir nicht mehr gebraucht. Matratzen waren toll, ideal. Wir haben sie etwas zurechtgeschnitten. Weil ich glaube, jetzt haben wir 1,80 in der Breite und das war 1,60. Aber wir schlafen auf 1,80 mal 1,60. Perfekt. Na, dann lasst uns mal rausgehen. Herrlich. 8:30 Uhr in Russland. Außentemperatur. Minus 1 Grad und dann schauen wir doch gleich mal. Oh, Schlüssel vergessen. Moment. Wir schauen jetzt gleich mal, was die Standheizung über Nacht. Also, wenn ich jetzt mal grob rechne, die letzten 10 Stunden verbraucht hat. Um vom minus 1, 2 Grad den Raum auf 18, 19 Grad zu heizen. Ah, hier sehen wir schon. Also, ich habe gestern auf die Markierung geachtet. 5 Liter waren drin, also bis zu dieser Marke. Und jetzt sind wir auf circa 3,5. Also für 10 Stunden hat die China-Standheizung 1,5 Liter verbraucht. Finde ich genial. Also das ist wirklich mega. Und hier seht ihr, wie ich das schon mal verbaut habe. Ne? Also das bleibt nicht so. Das ist nur, dass wir los konnten. Ne? Hier diesen Tankabnehmer in einen Kanister verbaut. Den können wir hier nachfüllen jederzeit. Hier ist die China-Standheizung. Die Pumpe habe ich so ein bisschen gedämmt, dass das Geräusch nicht ganz so laut ist. Die kommt dann unterm Auto in den Haupttank. Da wird man so fast gar nicht mehr hören, denke ich mal. Ja, und ja, sehen wir das hier unten drunter? Wo ist der Auspuff? Da hinten ist der Auspuff.
und die Frischluft, die habe ich hier unten lang gelegt, ne, beim Ersatzreifen. Funktioniert wunderbar. Ihr hört es bestimmt, die läuft auch noch. Passt. Ne? Ja, das habe ich halt auf dem Feld gemacht. Ne, wenn ihr das jetzt mal hier so seht. Und dann ging mir die Sägeblätter von der Stichsäge, die ging mir alle kaputt. Das war alles zu hart hier. Und dann habe ich diese Bodenplatte mit dem Bohrer rausgebohrt. Ne? Loch an Loch und dann rausgebrochen. Sieht jetzt etwas russisch aus, aber naja. Wird alles noch verbessert. Ja, ihr seht jetzt mal von hinten. Wie gesagt, alles noch provisorisch, aber funktioniert. Ne? Und wir sind ja auch die absoluten Laien und handwerklich nicht die begabtesten. Und trotzdem können wir eigentlich sagen, dass der Ausbau für uns ausreichend ist. Na, und ich habe hier vorne halt jetzt auch, um die Scheiben abzudämmen, von meinen Cousin, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung, wie die heißen, aber ihr seht ja diese Matten, die können halt mit solchen Saugnäpfen dort befestigt werden an der Scheibe. Ja, hat sich ein bisschen abgelöst über Nacht. Befestigt werden und dämm halt die Scheiben so ein bisschen ab, ne, dass die Kälte nicht ganz reinkommt. Alles, was hinten überflüssig war, packen wir über Nacht hier vorne rein. Dann hat man hinten mehr Platz. Ne, gerade bei unseren Länge 1, Höhe 1 ist Platz schon sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man zu dritt reist. Und bei uns funktioniert das ganz gut. Ich zeige euch das mal. Da, wo das Kissen jetzt auf der rechten Seite ist, da schlafe ich mit dem Kopf. Tommy hinten links mit dem Kopf. Und die Anna schläft mit dem Kopf auf der Seite in der Mitte. Da haben wir die Füße hinten von ihr. Und so passt das wunderbar. Und wir haben zu dritt richtig gut Platz. Ne? Lässt sich aushalten. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr mehr Fragen zum Camper habt, schreibt uns das einfach in die Kommentare. Dann gibt es halt nochmal ein Statement von uns. Ne? Ansonsten kommt jetzt wieder neuer Content. Ich denke mal noch ein Video von St. Petersburg, weil da wollen wir diese Woche unbedingt noch hin. Und ansonsten die Rückreise. Ne? Über Schweden, Dänemark, wieder zurück nach Deutschland. Macht's gut, euer Dennis.